Ihr Lieben, ich begrüße euch in Folge 50 der Jubiläumsfolge von Wildstar, meinem Let's Play von Wildstar mit unserem Charakter Rocket Beam und seinen beiden Artilleriebots Wally und Spider. Wally links, Spider rechts. Von mir aus gesehen, andersrum, wisst ihr schon. Okay, ich blende euch das Interface ein, seht ihr, und dann zeige ich euch auf der Karte, wo wir gerade sind, nämlich hier, da, so und insgesamt sind wir immer noch in Auroria und Auroria ist genau dieses ganze Gebiet hier, das wir noch zu machen haben. Und das ist noch eine ganze Menge, da werden wir eine ganze Weile beschäftigt sein. Freue ich mich aber drauf. Heute geht es auf jeden Fall hier weiter bei Flasia Arvina. Die steht nämlich hier hinten und da haben wir das letzte Mal eine Aufgabe angenommen. Geschichte des Gebiets, die Schwarzkunden. Eigenständigkeit, töte kranke Strohkräuter. Bullen, nein, Strohkäuerbullen. Oh Gott, da sterbe ich ja schon, wenn ich den Namen ausspreche. Ah, furchtbar. Also, Strohkäuerbullen werden wir mal hier vernichten. Und nur der Vollständigkeit halber gucken wir ganz kurz mal in die Aufgabe rein. Verseuchte Strohkäuerbullen kommen dem Gehöft Arvina zu nahe. Vetina Kaska hat dich gebeten, beim Töten der verseuchten Tiere zu helfen, bevor sie die Arbeiter auf der Farm infizieren. Wir erinnern uns, hier in Auroria, da grassiert irgendeine Krankheit, die Mensch und Tier sozusagen über kurz oder lang vernichtet. Und da wollen sie jetzt meins. Das ist alles meins. Ja, was? Wo? Ja, eine Kiste. Wie geil, wie geil, wie geil. Glück gehabt. Sehr schön. Manchmal ist auch eine Leiter. Heute mal nicht. Heute ist da eine Kiste. Und da gucke ich auch direkt rein, was wir heute kriegen. Ah, Runenherstellung. Runen, was haben wir denn da gekriegt? Lass mich mal eben gucken. Normale Runenherstellungskiste. Primäre Colts des Picaros. Retromagische Schreiter des Hilfs-Sheriffs und übergroßer Rucksack. Übergroßer Rucksack ist ein 7-Platz-Behälter. Toll. Brauche ich ganz dringend. Habe ich nämlich noch keinen. Ich müsste mal echt größere Taschen haben. Das wäre toll. Vielleicht kaufe ich mir mal welche. Aber egal. So, dann habe ich hier die Pistolen gefunden. Super. Kann ich mir die auch angucken? Kostümteil freischalten. Gegenstandsvorschau. Sehen ein bisschen aus wie, wie so, kennt ihr diese Wasserpistole? Warum bin ich auf mein Dings hier aufgestiegen? Diese Wasserpistolen mit dem großen Tank. Ja, ja, geh mal weg hier mit deinem, Gedöns. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber mir fällt das bestimmt noch ein und dann wisst ihr auch, wovon ich rede. Vielleicht wisst ihr auch schon, wovon ich rede, ohne dass ich den Namen kenne. Auf jeden Fall erinnern mich die Pistolen daran. Vielleicht hole ich mir die mal aus Kostüm. Das geht ja in dem Spiel relativ einfach. Ey, wie, da sind Würmer drin gewesen. Bah. Bäh. So, der nächste bitte. Der ist, das ist ein guter Bulle, das ist ein böser Bulle. Also, ja. Rein von der landestechnischen Exekutive her gesehen. Böser Bulle, guter Bulle, ihr kennt das ja, Spielchen. Gut, wenn ihr es nicht kennt, ist auch nicht schlimm, dann habt ihr damit noch nichts zu tun gehabt und seid immer brave Bürger gewesen. So, das müsste es ja gewesen sein, ja, nee. 68%, 68%. Na gut, dann suchen wir uns mal noch hier so einen infizierten Bullen. Komm, ich befreie dich von deinem ultralangen Namen. Armer Kerl. Aber wehrt sich gar nicht. Fein, fein, 81. Jetzt, lass doch mal. Mensch. Da killst du einen, dann kommen da noch Würmer raus. Eklig. So, wo sind denn hier noch Würmer? Quatsch. Würmer. Ich bin schon total verwurmt. Ich brauche mal eine Wurmkur. Hallo. Ein Strohkäuerbulle. Und wieder, na, wieder haben wir die Welt ein bisschen schöner gemacht. 5% fehlen noch. Und dann holen wir uns unsere verdiente Belohnung ab. Und da hinten sehe ich, dass da noch ein Ausrufezeichen ist, das ich jetzt nicht mitgenommen habe, worüber ich mich tierisch ärgere, weil wahrscheinlich
Muss man von diesen blöden Strohkäuerbullen noch die Hörner sammeln. Und das habe ich jetzt natürlich versäumt. Jetzt muss ich da nochmal hingehen. Jetzt, oh, die Würmer. Wahrscheinlich kriege ich jetzt eine Aufgabe für die Würmer. Na, wir werden sehen. Ich komme gleich zu dir hier, Flasia. Aber erstmal du. Ich kam her, weil ich ein besseres Leben wollte. Ja, hast du. Alter, hast du nicht gekriegt, ne? So, Rotmaul, der Unersättliche. Soll ich töten? Okay. Schätze, und wenn man schon tötet, dann wenigstens schnell. Schnell und muss gut aussehen. Und darf nicht zurückverfolgbar sein. Okay, sicher, warum nicht? Ich bin schon ganz gespannt. Büschel von Wirkkraut. Nee, ich lasse dich nicht warten. Ich bin ganz schnell. Guck mal hier, ich bin schon fast wieder da. So. Hm. Da hinten liegt was. Für den Siedler. Das seht ihr auch immer an dem Symbol hier. Das ist nämlich für euren Pfad, so nennt sich das hier. Jeder Charakter hat ja eine Klasse und einen Pfad. So, die Klasse ist hier der Tech-Pionier. Und der Pfad ist Siedler. Das heißt, ich kann verschiedene Gerätschaften herstellen an den entsprechenden vorgesehenen Stellen und damit meinen Mitspielern einen Gefallen tun. Zum Beispiel kann ich einen Briefkasten bauen oder eine Buffstation oder sowas alles. Da geht's nach unten. Will ich da hin? Nein. Da will ich nicht hin. Ich nehme lieber mal hier die Kiste mit. Oh, oh. Oh, oh. Schlecht. Muss ich nochmal... Da war ich jetzt ein bisschen zu schnell. Ich hoffe, ich kriege eine zweite Chance. Warum komme ich denn hier nicht hoch? Hallo? Wer programmiert denn sowas? Mädels. Na gut, nehme ich den Stein hier. Ich komme immer noch nicht hoch. Was ist das denn? Hey, hallo? Ich kann alles. Ich kann alles. Nur nicht hier hoch. So ein Ärger. Ja, ja. Streuen noch Salz in die Wunde. Vielen Dank. Angriff auf das Kollegium. Ich bin schon unterwegs. Jawohl, bin ich schon. Schnell, schnell, läuft schnell ab. Genau. Da hinten stehen übrigens die Kräuter. Und wisst ihr was? Ich nehme jetzt hier mal so 34 Gegner, weil... Okay, die nicht, weil die sind grün. Die kann ich nicht angreifen. Wupp, beide betäubt. Nein, dabei gekillt. Uah. Super. So, und dann werde ich hier die Kräuter einsammeln. Ja, indem ich auf R tippe. Na gut. Das ist eine interessante Mechanik. Muss ich mal die Taste suchen, das ist ja furchtbar. Wer denkt sich denn sowas aus? Boah, und das jetzt noch 6 Mal? Welches ist es? Hier. Ja, tut mir leid wegen des Geklappers, aber ist ja nicht meine Idee gewesen, das so zu machen. Meine Tastatur ist eigentlich so eine nicht klappernde Tastatur, nur wenn ich da so triggern muss, wie jetzt gerade. Betäubt. Oh, stirb einfach. Dann hört man das natürlich auch. Wie jetzt. Wupp. Aber ist ja gleich vorbei. Hab's gleich geschafft. Der greift uns eh nicht an. Fein. Oh. Pflanzen. Aber davon habe ich eigentlich gar nichts, weil... Bin ich so ein Pflanzentyp? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben uns für einen anderen Beruf entschieden. Hinten steht ein ziemlich geiles Reittier. Guck mal. Ja, sowas hätte ich auch gerne. Ist ja geil. Gut, bisschen Überbiss, aber das kann man ja mit einer festen Spange dann auch in den Griff kriegen. So, hier letzten Kräuter finden. Ich komme hier ein bisschen vor wie in einem anderen MMO, das ich auch Let's Playe. Hast du was zu sagen? Nein, habe ich nicht. Ich bin völlig vor den Kopf gestoßen. Weiß gar nicht, was du von mir willst. Wie hast du was zu sagen? Das ist mein Let's Play. Machst du die Regeln hier oder was? So. Du hast wahrscheinlich recht. Bis zum nächsten Mal, Kumpel. Ja, Kumpel, genau. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Dann nehmen wir das auch noch mit. Vielleicht kann ich die Kräuter ja meinem
anderen Charakter zur Verfügung stellen, den ich auch noch habe. Der ist ein bisschen höher levelig. Nämlich so 44, glaube ich. Müsste er. So, jetzt geben wir das hier mal ab. Neues, Bürger? Nicht viel. Die Kühe getötet, weil du das gesagt hast. Hm? So. Da drin ist übrigens ein Händler. Ein Gemischtwarenhändler. Für Bürger des Dominion gibt es nur das Beste. Ja, nur das beste 5-Platz-Behälter. Willst du mich... Ja? Ich glaube es überhaupt nicht. Mhm. So, Schrott verkaufen. Damit das Inventar ein bisschen leer wird. Oh, ganz im Ernst. Unfassbar. So, da ist noch eine Aufgabe, weil Vetina Kaska... Ich fürchte, das ist gar nicht gut. Nee, fürchte ich auch nicht. Aber du meinst ja bestimmt nicht mehr Let's Play, gell? Da gibt's eine Waffe. Ist die besser? Nö. Kann nicht. Ich hab ja schon 61. Ich gehe trotzdem dahin. Meine persönliche Dankbarkeit ist dir sicher. Wie schön. Dann freuen wir uns doch mal darüber. Da kriegen wir noch Kisten. Das haben wir aber schon abgeschlossen. Ansonsten müsste ich jetzt mal auf die Karte gucken. Wo wir denn hin müssen? Ach, hier kann ich übrigens noch was bauen. Das mache ich auch. Einen Bauernmarkt werde ich jetzt bauen. Geschwind. Habe ich das gemacht? Da hinten wird er gerade aus dem Boden gestampft. Sozusagen. Mit Magie. Ein Widerstandsverstärker. Ein Sicherheitsgeschützturm. Briefkasten und ein Stalltransport von Kronfeld. Ich glaube, der ist ganz sinnvoll. Dann machen wir den Briefkasten auch noch hin. Nö, kann ich nicht. Habe nicht genug Materialien. Aber den Stalltransport haben wir hingesetzt. Wo ist der denn? Oh, das ist ein Siedlerhändler. Wie schön. Für Bürger des Dominion gibt es nur das Beste. Nur das Beste. Nur das Beste. Schön. Aber du hast gar nichts Vernünftiges für mich. Gut. Werden wir schon finden, was wir da gebaut haben. Das ist doch nicht das erste Mal, dass ich das nicht wiederfinde. Das ist ganz komisch. Na gut. Ja genau, hier, greif mal an. 17. Level 17. Was macht die denn da? Ein auf Matrix, oder wie? Das ist schon ein bisschen cool. Was ist denn das für ein Charakter? Angeber. So, weiter geht's. Karte. Karte. Okay, ich muss hier hin. Einmal Suchtrupp. Hier hin, hier hin, hier hin. Und einmal hier runter. Dann machen wir den roten Maus erst fertig. Komm her. Wupp. So, zack, zack. Der ist irgendwo hier unten. Wahrscheinlich erkennen wir ihn an seinem roten Maul. Tippe ich. Was ist das denn hier bitte? Herausforderung beginnt. Ah, wie schön. Also, das soll jetzt nicht irgendwie negativ klingen oder so. Ich mache natürlich gerne Herausforderungen, weil... Es sind ja keine Herausforderungen für mich. Ich mache das ja mit links, sozusagen. Manchmal schalte ich auch noch zusätzlich den Bildschirm ein. Wenn es zu schwer wird. Ach, da ist eine Kiste. Sehr schön. Dann muss ich wieder zweimal R drücken. Pass auf. Eins, zwei. toll, jetzt habe ich wieder eine Kiste auf dem Kopf. Warum? Das ist bestimmt wieder so ein Siedlerding. Okay. Also gut, ich habe eine Kiste auf dem Kopf. Was müssen wir hier machen? Zwei. Für Silber 4 und für Gold 10. Ja gut, was soll schon passieren? Ja, nehmen wir den auch noch mit. Wupp, wupp. Zack. Ich trage derzeit 4. Wie viele kann ich denn maximal tragen? Lass mich. Ich muss hier hoch. Ich habe hier eine Aufgabe. Guten Tag. Ja, und wo ich gerade hier so fröhlich die Leute verdresche, fällt mir das ein, es gibt eine Instanz ab Level 20, da würde ich dann mal die Tage reinschauen. Vielleicht suche ich mir vorher auch ein paar Gefährten, die mich begleiten dabei.
Oh, da hinten ist noch so ein Dings. Bums, Bums-Dings. Ein paar Gefährten, die mich dabei begleiten. Oder wir gehen ganz random rein, dann wird es für euch interessanter und für mich halt schlimm. Aber... Herausforderung beginnt. Nee, und da? Wie viele? Silberrang verliehen. Wie viele? Wie viele Herausforderungen? Ganz ehrlich, warum? Okay, die Sonden habe ich doch die ganze Zeit schon gekillt. Warum gibt es da jetzt plötzlich eine Herausforderung dafür? Egal. Ich mache sie jetzt platt und Ende. Muss ich gar nicht drüber nachdenken. Da hinten ist schon so eine Sonde tot. Bringt natürlich nicht viel. Und das ist so ein großer. Ah, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht mit dem. Der steht ewig. Soweit ich mich erinnere. Ah, 7000. Scheint einer von denen zu sein, die ein bisschen schwächer sind. Und gibt es auch noch welche, die sind ziemlich übel. Und der braucht hier ewig, bis ihr die getötet habt. So, du kommst mal hier zu mir. Gehen wir mal darüber, die Zeit läuft. Ach, das ist keine Sonde, toll. Und die sind übrigens Level 19, ne? Nur so zur Info. Also falls ich jetzt hier sterbe, wisst ihr Bescheid. Ich habe alles gegeben. Sozusagen mein letztes Hemd. Komm schon. Ja, fass das an. Das nehmen wir auch noch mit, weil wir gerade hier sind. 5. Mehr kann ich nicht. Da ist noch eine Sonde. Also Bronze will ich hier auf jeden Fall. Dann fehlen noch diese 5. Diese 5 Träger. Also eldanische Relais steht hier oben. Kann ja so schwer nicht sein. Die sind übrigens Level 20. Ist mir nicht aufgefallen, weil die weiß sind. Und die, die ein Level drunter sind, die sind halt blau. Da guckt man schon eher drauf. Ja, verwundbar, genau. Habe ich irgendwas richtig gemacht? Du bist mal ruhig. Nein, nein! Nein, Vorsicht! 90%. Wo haben wir denn hier noch irgendwas, was dazugehört? Komm mal mit. Komm. Nee, du gehörst nicht dazu. Ich brauche die Antenne da oben. Und die Antenne brauche ich auch. Lass mich! Ich habe jetzt keine Zeit, mit euch zu spielen, Jungs. Ehrlich nicht. Och, wirklich? Na gut, ich habe die Antenne. Alles andere interessiert mich nicht. Du übrigens auch nicht hier. Während die dich verdreschen, laufe ich mal hier runter zu dem Gegner, den ich wirklich brauche. Alles andere ist Zeit verschwunden. Oh, bestanden, bestanden. Aber leider nur Bronze oder Silber. Okay. Gut, da werde ich mich jetzt nicht... Wisst ihr? Es ist, wie es ist und Ende. Da, beim anderen habe ich auch schon Bronze. Jetzt habe ich vielleicht gleich Silber. Wir werden sehen. Vielleicht habe ich ja mal Glück. Hat ja nichts mit Können zu tun hier, sondern ist ja reines Glück in dem Spiel. So, was? 13% von Silber. Das hätte ich nicht schaffen. Eine Minute. Wie soll ich denn das machen? Nee, das wird nicht gehen. Da werde ich mich jetzt auch gar nicht mehr anstrengen. Aber Rotmo suche ich immer noch. Der ist hier irgendwo und versteckt sich. Ich weiß, dass da hinten eine Höhle gibt. Wahrscheinlich ist er da. Das würde schon passen. Wir gucken mal. 16%. Ne, das wird nichts. Verabschiedet euch davon. Das wird definitiv hier kein Silberrang werden. Da ist die Höhle. Ich könnte auch den Wegweiser mal konsultieren. Lass mich mal gucken. 200 Meter nach da. Okay, war nicht die Höhle.
war was anderes. Aber da müssen wir auch noch rein. Ganz sicher. Hallo. Aber jetzt gehen wir erstmal hier dem Rotmaul das Herausforderung bestanden. Maul stopfen. Sekunde bitte. Sekunde bitte. Och, wirklich. Das ist nicht fair. Leute, wir haben doch keine Zeit. Komm. Wupp, wupp, wupp. Und es bringt auch eigentlich gar nichts. Das macht noch nicht mal Spaß. Lass mich durch, ich bin Arzt. Wo ist dieser Typ? Da drüben. Da drüben oben. So, weg hier. Ich mache jetzt die Biege. Ich mache die Biege. Ist mir völlig egal. Ich lasse meine Bots zurück. Die interessieren mich nicht. Ey! Wirklich? Weg, weg, weg! Ich würde gerne sprinten. Warum kann ich das nicht? Die lassen mich nicht. Ist voll gemein. Hallo? 150 Meter darüber. So. Dann werden die Bots gleich weg sein, dann kann ich die ja neu beschwören. Hallo. Was ist denn das hier? NPC? Ja, sieht so aus. Hui, da kann ich was bauen. Ne, kann ich nicht, weil ich nicht genug Materialien habe. So, wo ist denn der gute Typ da oben? Hätte ich gar nicht darunter gemusst. Sondern das hätte ich auch hier oben haben können. Schön. Da nämlich. Ach so, ich muss da rum. Och, da hat die den gerade beschworen. Das ist ja cool. Ha, 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 ha. Hab ich ein Glück. Nee, das habe ich. War ich nicht. War ich nicht. War ich nicht. Mhm. Dann Lagebericht. Ich hab den gekillt. Hehehe. So. Genau. Ja, und dann machen wir heute hier an der Stelle mal nochmal eine Pause in Folge 50, Jubiläumsfolge. Und vielleicht dann das nächste Mal, Folge 51, dann wird dann eigentlich die Jubiläumsfolge, da werde ich dann in Instanz laufen. Vielleicht suche ich mir eine Gruppe, werden wir sehen. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen, für euren Daumen, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch besonders gut gefallen hat. Dann hinterlasst ein Abo oder sagt es euren Freunden, dass sie sich hier auch ein bisschen umgucken. Vielleicht gefällt Ihnen das ja und Sie möchten auch einen Daumen hinterlassen. Auf jeden Fall sehen wir uns nächste Woche am Donnerstag um 18 Uhr. Ich freue mich in Folge 51. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.